Das ist eine Leuchte. Eine ganz gewöhnliche Leuchte. Mit einer Glühlampe, einer Fassung, einem Kabel mit Stecker und einem Lampenschirm. Auch im Büro von Stefan Restemeier ist nur eine einfache Schreibtischleuchte zu sehen, auf den ersten Blick. An den Wänden dagegen entdeckt man abstrakte Wanddekorationen. Ja, das sind nicht einfach nur Wandgestaltungen, das sind die Leuchten. Leuchten, die der Cottbusser in seiner Designwerkstatt Leuchtstoff selbst entworfen hat und die alles andere als gewöhnlich sind. Die Designleuchten des Architekten strahlen ein indirektes Licht ab, in warmen, orangefarbenen Tönen. Sie bestehen aus pulverbeschichteten Stahlblechen und Plexiglas. Und woher kommt das Licht? An der Rückseite der Leuchten sind LEDs im Plexiglas eingeschlossen. Allein in dieser insgesamt 60 Stück. Wie kam der Designer auf die Idee, Licht und Kunst in einer Leuchte zu vereinen? Mit Grafiken arbeite ich schon immer sehr gerne. Und mit der ersten Wohnung kam quasi dieser Gedanke, dass ich mir die erste Lampe, damit es was Besonderes ist, selber baue. Das ist jetzt 14 Jahre her. Und so sah eines seiner ersten Modelle aus. Aus Stahlblech und Neonröhre. Und er entwarf immer neue Leuchten. Im Labor der Lausitzer Hochschule in Cottbus, wo er studierte, probiert Stefan Restemeier auch heute wieder neue Ideen aus. Die Lampen, die wir ja schon kennen, die sind aufwendig gefertigt aus Plexiglas und Stahlblech und werden pulverbeschichtet und so weiter und so fort. Und hier möchte ich nur mal wieder ein paar neue Sachen probieren, ein paar neue Materialien, zum Beispiel Holz. Denn Holz lässt sich mit einer Fräsmaschine leicht bearbeiten. Stefan Restemeier kann seine Ideen hier direkt in die Tat umsetzen. Er lässt die Maschine verschiedene Formen und an der Rückseite auch einen Kanal für die LEDs fräsen. Bisher sind die flachen Wandleuchten aus Holz aber noch nicht zu haben. Dass seine Leuchten auch in großen Räumen für eine ganz besondere Stimmung sorgen, kann man in dieser Bar in Cottbus sehen. Die Oberfläche der Leuchte ist nicht einfach verrostetes Metall, der Verwitterungszustand ist gewollt und auch der Farbwechsel. Dafür installierte Stefan Restemeier statt LEDs sogenannte RGB-Leuchten. Damit sind stimmungsvolle Farbveränderungen während des Betriebs möglich.